Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem siebten Video in meiner Reihe Höhere Mathematik für Studienanfänger, Nebenfächler und alle, die sich dafür interessieren. Heute geht es um den Binomialkoeffizienten und um den binomischen Leersatz. Fangen wir gleich mal an mit einer alten Klamotte aus der Mittelstufe. Ihr alle wisst, ihr alle kennt die binomischen Formeln. Da habe ich jetzt erstmal schon mal den ersten Fehler entdeckt. Das fängt ja gut an heute. Moment, ich bin sofort soweit. So. Also a plus b in Klammern hoch 0 ist gleich 1 mit a plus b ungleich 0, also 0 hoch 0 ist nicht definiert. A plus b hoch 1 ist gleich 1a plus 1b, a plus b hoch 2, die berühmten binomischen Formeln vom Forscher namens Binom a Quadrat plus 2b plus b Quadrat mit Minus, die lasse ich einmal weg, und a plus b hoch 3. Wenn man das dann nochmal, wenn man das hier nochmal mit a plus b ausrechnet, dann kriegt man a hoch 3 plus 3a Quadrat b plus 3ab Quadrat plus b hoch 3. Ich habe hier mal dieses sogenannte Pascalsche Dreieck. Diesmal ist es aber von einem Mathematiker namens Pascal aufgeführt. Und zwar sind die Zahlen, die ihr hier seht, sind die Koeffizienten, die man im Ergebnis findet. Also bei a plus b hoch 0 findet man nur einen Koeffizienten, die 1. Dann findet man zwei Einsen, die stehen hier. Dann findet man den Koeffizient 1, 2 und 1. Das habe ich hier aufgeschrieben. Und hier unten bei a plus b hoch 3 findet man die Koeffizienten 1, 3, 3 und 1. Die habe ich hier hingeschrieben. Bisschen auseinandergezogen. Weiter nicht. Muss man nicht haben. In diesem Pascalschen Dreieck stecken unwahrscheinlich viele Sachen. Wer sich da weiter informieren möchte, der gibt einfach mal ein Pascalsches Dreieck oder guckt bei Wikipedia nach. Auffällig ist Folgendes. Dass, wenn man das so auf Lücke schreibt, die Zahl, die da drunter steht, ist immer die Summe der zwei oben stehenden Zahlen. Also die 2 entsteht, indem ich dieses addiere. Wenn ich das von oben nach unten rechne, wenn ich diese und diese 2 addiere, kommen die 3 raus. Wenn ich diese und diese 2 addiere, kommt die 3 raus. Das heißt, ich könnte jetzt die Koeffizienten von a plus b hoch 4 so hier hinschreiben. Das ist nämlich einmal hier die 1, dann kommt hier die 4, dann kommt hier die 6, dann kommt hier die 4 und hinten kommt wieder die 1. Also 1a hoch 4 plus 4a hoch 3b hoch 1 plus 6a hoch 2b hoch 2 plus 4ab hoch 3 plus 1b hoch 4 und so weiter und so weiter. Habe ich hier unten aufgeschrieben. 1, 4, 6, 4, 1. Und so kann man das weitermachen, wenn man das der Reihe nach entwickelt, kann man jetzt zum Beispiel, wenn man dieses Pascalsche Dreieck hat, sofort die, ihr seht, das geht los mit 1, dann kommt wieder 1 plus 4 ist 5, dann kommt 4 plus 6, dann kommt wieder 6 plus 4, 4 plus 1 und 1. Und die Koeffizienten von a und b, die sind immer so, dass man mit dem ersten Term anfängt, also mit dem a anfängt, a hoch 5, und dann verliert diese Potenz immer einen im Exponenten, also aus a hoch 5 wird a hoch 4, und diese verlorene Potenz kriegt das b dazu, b hoch 1. Bei a hoch 3 habe ich zwei Potenzen von a verloren, deshalb steht da b hoch 2 und so weiter und so weiter. Die Frage ist, was ist mit a plus b hoch 12? Da müsste ich jetzt alle aufschreiben. Das macht natürlich niemand. Und um diese Frage zu beantworten, oder zum Beispiel, um die Frage a plus b hoch 144 zu beantworten, braucht man zwei Vorbemerkungen, zwei Definitionen. Um diese Frage zu beantworten, bedarf es zweier Definitionen. Die erste Definition kennt wahrscheinlich jeder, der sich dieses Video ansieht. Wenn n eine natürliche Zahl ist, dann versteht man unter n Ausrufezeichen, das liest man als n Fakultät, folgenden Ausdruck: n Fakultät ist also die Anzahl, ist ein Produkt, und zwar multipliziere ich alle natürlichen Zahlen von 1 bis n auf. 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 bis hinten mal n bis zur letzten. Und man legt fest, 0 Fakultät gleich 1, weil die 0 ja nicht zu den natürlichen Zahlen gehört. So. Da habe ich zwei Beispiele gemacht, also zum Beispiel 3 Fakultät ist 3 mal 2 mal 1 ist 6, 6 Fakultät ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6, man kann das auch andersrum schreiben.
des 720. Die Berechnung großer N-Fakultät-Werte ist äußerst zeitraubend. Man beschränkt sich heutzutage, entweder benutzt man professionelle Mathematikprogramme. Ich mache mal eben ein Experiment. Das darf ich jetzt sicherlich einmal benutzen, ohne dass ich da jetzt irgendwie so ein Copyright verletze. Ich muss jetzt mal eben spontan gucken. 6 Fakultät. 720, seht ihr. Jetzt machen wir mal 10 Fakultät. Ja, damit kann man Meppel nicht beeindrucken. Also machen wir mal 100 Fakultät. Jetzt dürft ihr aber nicht erschrecken. Ja, da kann man sich höchstens fragen, wie programmiert man sowas, dass das Programm das so schnell kann. Man kann damit rumprobieren, wie viel der Rechner... Ihr seht, da hört es auf. Und da sieht man natürlich Folgendes. Auch dieses Mathematikprogramm multipliziert... Nee, doch, da sieht man überhaupt nichts. Ich mache jetzt einfach mal weiter. 9, 9, 9, 9, 9, 9, Fakultät. Jetzt braucht das Mathematikprogramm doch ein bisschen Zeit und ihr seht, das ist jetzt für das Display, nicht für das Programm, das ist jetzt für das Display nicht so gut. Also das macht er nicht mehr. Ach ja, meine 8 geht manchmal nicht. Ja, ist aber nicht schlimm, meine nur. Und da seht ihr, man kriegt hier eine entsprechende Stellenanzahl und das wird mit Nullen aufgefüllt. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, um große, jetzt kann ich das aber wieder wegmachen, ich hoffe, das hat euch wahnsinnig beeindruckt. nee, ich möchte das nicht speichern. Es gibt Möglichkeiten, das jetzt angenähert zu berechnen, denn die Rechenarbeit, auch bei den heutigen, ist natürlich, bei den heutigen Computern ist natürlich, muss bezahlt werden. Die sogenannte Stirlingsche Näherungsformel für große Fakultäten möchte ich jetzt hier aber nicht aufschreiben, begründen oder sowas, sondern ich möchte es nur erwähnen, man kann sich ja da auch weiter informieren. Ja, und das ist das Erste, was man braucht. Also Fakultät ist damit gescheckt und für n und k, n größer gleich k und n und k aus n definiert man jetzt Folgendes. Ihr seht, ich schreibe das n über das k und so liest man das auch. Man liest n über k ist definiert als, wie soll das erklärt sein? Das ist als Bruch erklärt und zwar im Zähler steht n-Fakultät und unten stehen k-Fakultät und dann nochmal n-k-Fakultät, das ist falsch. Hier kommt außerhalb der Klammer hin. Muss ich jetzt gleich speichern. Okay. Und dann brauche ich noch n über 0. Das ist definiert als 1, weil man im Nenner hier keine 0, im Nenner eines Bruchs darf keine 0 stehen. Eine mal zwei Beispiele, also 3 über 2 ist 3 Fakultät durch 2 Fakultät mal 3 minus 2 Fakultät ist 3 mal 2 mal 1. Jetzt kommt 2 Fakultät, 2 mal 1 und 3 minus 2 Fakultät ist 1 Fakultät oder 1. Das ist insgesamt 3. 5 über 2 ist 5 Fakultät durch 2 Fakultät mal 5 minus 3 Fakultät, also 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Hier ist das 2 Fakultät, 2 mal 1 und 5 minus 3 Fakultät ist nochmal 2 mal 1 und da kommt insgesamt 30 raus. Wahrscheinlich kennt ihr das aus dem Lotto. Also ich habe 49 Kugeln und da werden 6 rausgezogen. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Und in der Kombinatorik kann man zeigen, dass sich die Anzahl der Möglichkeiten eben dadurch berechnen lässt, dass man den Binomialkoeffizienten, 49 über 6. Also 49 Fakultät durch 6 Fakultät mal 43 Fakultät. Gut. Man nennt n über k den Binomialkoeffizienten und dieser Binomialkoeffizient hat zwei wichtige Eigenschaften. Einmal gilt n über k ist das gleiche wie n über n minus k und dann gilt n über k plus 1 ist das gleiche wie n plus 1 über k plus 1. Und es gibt noch viele andere Formeln
für den Binomialkoeffizienten, die man zum Beispiel in der Formelsammlung findet. Muss ich jetzt hier nicht aufführen, das sind, glaube ich, zwei wichtige oder die ich für wichtig halte. Und ich möchte einmal eine beweisen, oder beweise ich beide, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach, ich guck mal. Also erstmal n über k gleich n über n minus k. Wie beweist man so etwas? Das habe ich jetzt schon ganz oft vorgemacht. Man kann zum Beispiel die beiden Seiten, die linke Seite und die rechte Seite, getrennt für sich ausrechnen und hoffen, dass das Gleiche herauskommt. Das wird hier so sein. Ihr seht es. N über k, ich rechne das aus, ist n Fakultät durch k Fakultät mal n minus k Fakultät. Eigentlich ist das kein Ausrechnen, sondern eigentlich nur ein Hinschreiben der Definition. Jetzt rechne ich aber aus, n über n minus k ist n Fakultät. Dann kommt der Nenner, also das, was unten steht, als Fakultät. Und dann kommt das obere minus dem unteren. Das steht hier, man beachte die Minusklammer. Also n Fakultät durch n minus k Fakultät mal Klammer auf n minus Klammer auf n minus k Klammer zu Fakultät. Das rechnet man einfach aus. N Fakultät und n minus k Fakultät bleiben stehen und hier unten steht dann noch n minus n plus k. Da fällt das weg und es bleibt stehen n Fakultät durch n minus k Fakultät mal k Fakultät. Und ihr seht, das ist identisch, wenn ich jetzt diese Produkte noch vertausche, dann habe ich die rechte Seite. Beide Seiten sind gleich. Damit habe ich das bewiesen. Ah, habe ich doch gemacht. Etwas trickreicher, das seht ihr schon, ist der Beweis zu 2. Muss man etwas mehr rechnen. Und zwar, was habe ich zuerst gemacht? Ich habe zuerst die rechte Seite ausgerechnet. N plus 1 über k plus 1 ist n plus 1 Fakultät durch k plus 1 Fakultät mal n plus 1 minus in Klammern k plus 1. Die ersten zwei Terme, die ich jetzt vorgelesen habe, bleiben stehen und n plus 1 minus k plus 1 ist n minus k, wenn ich die Klammern auflöse. Und das kann ich nicht weiter ausrechnen. Also ich müsste jetzt die Produkte hinschreiben, also höre ich damit auf. Jetzt kommt die linke Seite, die ist etwas länglicher. Aber es kommt das Gleiche raus. Wir gucken schon mal. Ihr seht, ganz hier unten steht n plus 1, steht hier oben, dann unten k plus n plus 1 Fakultät, unten steht k plus 1 Fakultät und dann n minus k Fakultät. Also man kriegt das Gleiche raus und wir können uns einmal, ich erkläre ganz kurz die Rechenwege. Also zuerst macht man natürlich Folgendes, man schreibt n über k hier hin, nach der Definition, das brauche ich jetzt nicht nur vorzulesen, und n über k plus 1 schreibt man hier hin. Jetzt gucken wir mal an, der erste Term bleibt bestehen und der zweite Term, da rechnet man hier k plus 1 und dann steht da n minus k plus 1 ist n minus k minus 1 und das ist das gleiche. Das habe ich mich. Nee, das muss ich. Entschuldigt, da habe ich mich. Also n-Fakultät bleibt stehen. Für k plus 1 Fakultät schreibe ich k plus 1 mal k-Fakultät. Ja, denn k plus 1 ist ja das. Also es geht ja hier so. Also wenn ich hier jetzt irgendwo. Ich erkläre das mal. Ich habe hier jetzt meinen k und der Vorgänger ist k minus 1 und wenn ich jetzt. Hier habe ich k plus 1. Und wenn ich jetzt alle Zahlen aufmultiplizieren soll bis k plus 1, dann ist das ja k plus 1 Fakultät. Das kann ich aber zerlegen, indem ich nur die Glieder bis k, also bis zu diesem Vorgänger, über das Fakultätszeichen aufmultipliziere und dann noch dahinter schreibe mal k plus 1. So, das ist dann k plus 1 Fakultät. Das habe ich hier gemacht. Und für n minus k minus 1 habe ich n minus k minus 1 Fakultät wieder hingeschrieben. Und dann habe ich diesen Bruch oben und unten, Trick 17, Trick mit n minus k mal n minus k erweitert. Das darf ich ja machen. Es geht hier um einen Bruch und n minus k ist ja eine positive Zahl. Und so einen Bruch darf ich erweitern. Jetzt gucken wir uns mal an, was in der nächsten Zeile passiert ist.
Das erste ist stehen geblieben, N-Fakultät mal K plus 1. Den ersten Bruch habe ich mit K plus 1 erweitert. N-Fakultät ist stehen geblieben, K-Fakultät ist stehen geblieben und N-K-Fakultät ist stehen geblieben. Und ich habe mit K plus 1 erweitert. Nochmal, Trick. Auf der rechten Seite schauen wir mal, das habe ich eben schon erläutert, dann gucken wir in die nächste Zeile. Da bleibt im Zähler stehen N-Fakultät mal K plus 1. Und unten habe ich nochmal hingeschrieben, K plus 1 mal K-Fakultät. Und n minus k Fakultät plus, jetzt gucken wir uns mal an, was hier passiert ist. Da ist der Zähler geblieben, n Fakultät mal n minus k. Und unten habe ich k plus 1 mal k Fakultät. Und dann habe ich n minus k minus 1 mal n minus k. Also n minus k minus 1 Fakultät mal n minus k. Das ist n minus k Fakultät. Denn ich habe bei... Ich zeige es hier unten. Ich habe hier wieder den Vorgänger n minus k minus 1. Und wenn ich jetzt einen dazu zähle, dann ist der nächste n minus k. Also, wenn ich schreibe n minus k minus 1 Fakultät mal n minus k, so wie hier, dann kann ich da insgesamt für schreiben n minus k Fakultät. Ich summiere, ich multipliziere alles bis n minus k. Das heißt, dass ich weiß gar nicht. Ja, bis dahin haben wir es erklärt. Jetzt geht's los. Ihr seht, ich habe, wer sich hier oben gefragt hat, warum erweitert der Mann so komisch, das ist der Grund. Ich habe nämlich jetzt gleiche Nenner hier stehen. In beiden Nennern steht k plus 1 mal k Fakultät mal n minus k Fakultät. Und dann darf ich nach den Rechenregeln der Bruchrechnung diese Zähler auf einen Bruchstrich schreiben und den Nenner einmal hinschreiben. Und im Nenner habe ich verändert, k plus 1 mal k Fakultät ist k plus 1 Fakultät mal n minus k Fakultät. Das lasse ich auch so stehen. Und im Zähler habe ich n Fakultät mal k plus 1 plus, das ist dieses Pluszeichen hier, n Fakultät mal n minus k. Jetzt habe ich das einfach nochmal hingeschrieben, den Nenner, denn der bleibt so. Der stimmt ja schon hier mit der rechten Seite überein. Mit der linken Seite. Ne, mit der rechten Seite. Und oben habe ich N-Fakultät ausgeklammert. Ihr seht, wenn ich hier oben N-Fakultät ausklammer, steht K plus 1 plus N minus K. K plus 1 plus N minus K. Da fällt... Hier kommt ein Fakultätszeichen hin. Da fällt das k weg und es bleibt stehen n plus 1. Und n Fakultät mal n plus 1 ist n plus 1 Fakultät, weil ich wieder den nächsten, also es geht ja bis n und dann bis n plus 1 und dann kann ich also den letzten nehmen und das letzte Glied und dahinter so ein Fakultätszeichen schreiben. Und ihr seht, ich habe hier jetzt erhalten, dass das übereinstimmt. Das so einmal als Beispiel mit zwei trickreichen Erweiterungen. Muss man sich einmal angetan haben. Ö, was ist das denn? Wir drehen mal die aktuelle Seite nach rechts. So, ja. Jetzt habe ich das nochmal aufgeschrieben. Mit diesen beiden Vorbemerkungen kann ich diese binomischen Formeln, damit ergibt sich folgender Verdacht, das hier führt dazu, zu a plus b hoch n ist gleich, ihr seht, es geht vorne mit a hoch n los und hört hinten mit b hoch n auf. Dann hatte ich gesagt, von der A-Potenz zieht man immer einen ab und packt sie zur B-Potenz dazu. Das ist auch, das geht hinten bis a hoch 1, b hoch n minus 1 und dann steht hier a hoch 0. Das ist ja eine 1. Und die die Koeffizienten, die da stehen, die lassen sich, muss ich jetzt so sagen, mit Hilfe des Binomialkoeffizienten ausdrücken. Das könnte man zum Beispiel mit der vollständigen Induktion beweisen, aber es ist so. Also wenn man jetzt zum Beispiel
Hier n über 1, n über 2, n über n minus 1, das wäre das letzte. Und dann n über n, dann kriegt man 1 raus. Und das kann man hier, das ist also eine Darstellung, eine allgemeine Formel hier oben für. Das könnte man zum Beispiel n gleich 7 einsetzen. Ich weiß nicht, was ich habe, glaube ich, für n gleich 7 habe ich es gemacht. Und diesen ganzen Ausdruck wiederum, den ihr hier seht, den kann man, das weiß ich jetzt nicht, das werden einige nicht kennen. Einige haben es vielleicht in der Schule kennengelernt oder einige haben es schon kennengelernt. Das kann man mit Hilfe des sogenannten Summenzeichens schreiben. Ihr seht, anstatt eine solche Summe mit Punkten hier zu schreiben, und hier kommt ja wieder ein Plus hin, so Punkt, 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 und in den letzten zwei kann man so eine Summe schreiben. Das erkläre ich mal eben. Man liest das Summe von k gleich 0 bis n. Von n über k mal a hoch n minus k mal b hoch k. Und das bedeutet, dass man jetzt mit k gleich 0 anfängt und k gleich 0 in diesen Term einsetzt, den aufschreibt, dass man dann k gleich 1 wählt, k hier einsetzt und n hier einsetzt und dann plus diesen zweiten Term plus für k gleich 3 und dann so weiter und so weiter und so weiter. Schreibt man das dann auf. Ja, wenn man das hier beweisen möchte, a plus b hoch n gleich Summe, man muss das natürlich beweisen, dass es richtig ist, habe ich eben schon gesagt, greift man zum Verfahren der vollständigen Induktion. Das gehört jetzt allerdings, finde ich, nicht in ein Video oder in eine Vorlesung oder in eine Videovorlesung, wie auch immer, ein Vorlesungsvideo über höhere Mathematik für Studienanfänger. Ich mache jetzt nicht a plus b hoch 12, wie ich am Anfang, sondern ich mache a plus b hoch 7. Da zeige ich das einmal von. Also, es geht los, k gleich 0 bis n gleich 7, n über k, a hoch n minus k, b hoch k. Ich fange an, n ist 7, k gleich 0. 7 über 0 mal a hoch 7 minus 0 mal b hoch 0, plus 7 über 1 mal a hoch 7 minus 1 mal b hoch 1, plus, ihr seht, für k gleich 2, 7 über 2, a hoch 7 minus 2 mal b hoch 2. Hier steht k gleich 3, k gleich 4, k gleich 5, k gleich 6, k gleich 7. Ein Wahnsinnsteil, das ich natürlich jetzt noch weiter ausrechnen könnte, was ich nicht tue. Aber ein Beispiel, ich habe mir wild rausgegriffen, diesen Binomialkoeffizienten hier, 7 über 3. 7 Fakultät durch 3 Fakultät mal 7 minus 3 Fakultät, 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 durch 3 mal 2 mal 1 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 kommt 35 raus, hoffe ich wenigstens. Ah, wird schon stimmen. Das kann man kürzen. Und die 6 kann man kürzen. Ja, 35. Ja, Binomialkoeffizienten. Vielleicht darf ich noch die letzte Bemerkung machen, ganz zurück zum Anfang. Wo ist er? Da ist er. Dieser Binomialkoeffizient, den habe ich ja hier nur in Anführungszeichen für n und k mit n größer gleich k aus n definiert. In der Analysis kann man diesen Binomialkoeffizienten auf alle komplexen Zahlen erweitern. Eben eine Verallgemeinerung in der Analysis, Abteilung komplexe Zahlen, funktionale Analyse und so weiter. Wer da Interesse dran hat oder wer wissen möchte, wie das geht, wenn hier auf einmal eine komplexe Zahl steht oder mehrere komplexe Zahlen, der guckt einfach bei Wikipedia mal nach. Auch das gehört nicht. Höhere Mathematik 1 für Studienbeginner oder so oder Interessierte, gehört das nicht rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Zuhören. Natürlich setze ich die Reihe fort und in der nächsten Im nächsten Video geht es über Zahlenfolgen. Da habe ich schon ein paar Videos drüber gedreht. Darauf werde ich verweisen. Die werde ich auch raussuchen. Zahlenfolgen. Endlich lernt man da kennen, was es mit diesen drei geheimnisvollen Buchstaben auf sich hat. Das lernt man bei Zahlenfolgen. Ja, wer sich dafür interessiert, der macht irgendwie was Entsprechendes. Merkt sich meinen Kanal, nimmt mich ins Abo oder macht sich so ein Merkzettel. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.